Ja, doch, Schatz. Ja. Ich hätte diese Frau niemals schwängern dürfen. Man muss keine Kinder haben. Sich fortzupflanzen ist scheiße. Ich rate dir, dass du dich niemals fortpflanzt. Ja, ich habe jetzt Kundschaft. Ich muss mit dir reden. Ich muss mit dir ja, reden. Ja, Monsieur Dubois. Ja, ich muss auflegen. Mach's gut. Ich muss mit dir reden, um meine Schulden zu bezahlen. Habe ich zu Hause ein kleines Gewächshaus mit Hydrokulturen angelegt. Du baust Gras an? Ja, aber ich habe Probleme damit und du bist der Einzige, den ich kenne, der einen grünen Daumen hat. Du willst, dass ich Gras anbaue? Du hast den grünen Daumen. Na klar, ganz genau, das fehlt mir noch zu meinem Glück. Ich werde Teil eines Rauschgiftrings und beliefere alle Kiffer in der Region. Die Tatsache, dass meine Frau alle 3 Minuten anruft, weil sie mein erstes Kind zur Welt bringt, ist schlimm genug. Aber jetzt verlangst du von mir, dass ich ein Doppelleben führen soll, das mich irgendwann wahrscheinlich in den Knast bringt, oder was? Was sagst du? Nein, David. Meine Antwort lautet nein. Sieh dir an. Da. Sieh dir den an. Dieser Knirps da. Ich sehe ihm nur 10 Sekunden zu und möchte ihm eine klatschen. Ich schwöre dir, David, ich muss mich sehr zusammenreißen, um ihm nicht den Hintern zu versohlen. Es wird alles gut, Valerie. Ich glaube einfach, du bist im Augenblick sehr angespannt. Erinnerst du dich an die Frau, die vor 2 Jahren ihre Kinder ertränkt hat? Ich glaube, ich bin die einzige Person auf der Welt, die der Meinung war, dass sie überzeugende Argumente hatte. Ich sag ja nicht, dass alle Kinder verdient hätten zu sterben, aber warum können sie nicht gehorchen? Ich glaube, das ist die schönste Sache, die uns passieren kann. Die schönste Sache? Bist du jetzt der Dalai Lama geworden? Was soll das heißen, die schönste Sache, die uns passieren kann? Guck dir den an. Der ist ein Puppelfresser. Die sind sehr proteinhaltig. Wusstest du, dass wir alle tief in unserem Innern ungeahnte Energien haben? Energien? Was denn für ungeahnte Energien? Ich kenne meine Energie und die läuft folgendermaßen. Mein Kind schaut mich mit so einem verheulten Gesicht an und kriegt eins hinter die Löffel. Du wirst eine tolle Mutter sein. Okay. Da ich dir überhaupt nicht vertrauen kann, werde ich dich jetzt... Ich werde dich benennen als... Nein, ich erkläre dich zum Vater... Ja! Nein, ja! Warte. Ja. Warte, nein, ja. Ich erkläre dich ja. Zum Vater auf Probe. Vater auf Probe, toll! Da darfst du keine Fehler machen. Für wie lange? Für immer. Okay, Und unser Kind muss dann Vater auf Probe zu mir sagen, oder wie? Nein. Muss ich dazu ein Kostüm tragen oder einen Sticker, der mich unterscheidet von den normalen Vätern? Nein. Hey, David. Mein Name ist David. David Wozniak. Ich rate dir, dass du dich niemals fortpflanzt. Ich bin schwanger. Du bist absolut unfähig, ein Kind großzuziehen. Zwischen 1988 und 1990 haben sie unter dem Pseudonym Starbuck Sperma gespendet. Deshalb sind sie der Erzeuger von 533 Kindern, von denen 142 ihre Identität erfahren möchten. Jonasoy, David Wozniak! Jonasoy! Jonasoy! Weißt du, dass es der Traum eines jeden Anwalts ist, einen so bedeutsamen Fall zu verhandeln? Sie möchten erfahren, wer Starbuck ist. Was soll ich tun? Als Anwalt rate ich dir, nicht mehr in Fruchtbarkeitskliniken zu wichsen. Hallo, Papa. Yam, yam. Man sagt nicht yam, yam! Mir ist klar geworden, dass diese Kinder jemanden in ihrem Leben brauchen. Sie brauchen einen Schutzengel, jemanden, der über sie wacht. Mit der psychischen Unzurechnungsfähigkeit kommen wir auf jeden Fall durch. Ich habe keine psychischen Probleme. Genau so sagst du das dem Richter. Was würde ein normaler Mensch in so einer Situation tun? Ein normaler Mensch wäre nicht in so einer Situation. Yeah! Ich werde dir zeigen, dass ich es verdiene, der Vater deines Kindes zu sein.